Wenn es ums Geld geht, dann hört die Freundschaft auf. Und auch in der Politik ist Streit vorprogrammiert. Heute war das mal wieder zu beobachten. Es ging ums Geld im Deutschen Bundestag, Haushaltsdebatte. Die Grünen vermissen Investitionen unter anderem in den Klimaschutz, die Linken in den Sozialbereich. Die AfD meint, das Geld werde mit der Gießkanne verteilt. Und die FDP spricht von einem Haushalt der leeren Versprechungen. Was im Entwurf von Finanzminister Scholz drinsteht, zeigt Theresa Betz. Die Bundesregierung will 13 Milliarden Euro mehr ausgeben. Der Haushalt wächst um 3,8%. So sieht es der Entwurf für 2019 vor. Aber wer bekommt tatsächlich mehr? Auf jeden Fall die Verteidigung mit ganzen 11,4% mehr. Und Seehofers Ministerium des Inneren für Bau und Heimat kann sich über einen Plus von 6,6% freuen. Arbeit und Soziales bleibt zwar größtes Ressort, bekommt aber nur 3,6% mehr. Und die Verlierer? Für Familie, Senioren, Frauen und Jugend soll nur wenig mehr Geld da sein. 0,8% für das Ministerium von Franziska Giffey. Der Etat für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung steigt zwar um 3%, Minister Gerd Müller sagt aber, dass hier eine halbe Milliarde Euro fehlen. Und wo genau wird investiert? Bis 2022 sollen 151,6 Milliarden Euro ausgegeben werden. Zum Beispiel für Verkehrsinfrastruktur, sozialen Wohnbau und für die Förderung des Baukindergeldes. Scholz großer Stolz? Wenn nicht mehr ausgegeben als eingenommen wird, sinkt die Gesamtverschuldung Deutschlands. Sie erreicht dann einen Wert, den sie zuletzt vor 18 Jahren hatte. Dafür gibt's dann aber auch keine großen Steuersenkungen. Wo Steuergelder am besten eingesetzt werden sollten, dazu hat ja wahrscheinlich auch jeder Bürger eine Meinung und ganz eigene Vorstellungen, die durchaus auseinanderdriften. Ein Rentner hat nun mal völlig andere Bedürfnisse als eine Familie. Der Vielverdiener will etwas anderes als der Hartz-IV-Empfänger. Und das ließe sich jetzt ewig weiterführen. Eine ganz bestimmte Gruppe sagt jetzt, wir werden in der Politik insgesamt viel zu wenig gehört und unsere Wünsche werden nicht genug berücksichtigt. Junge Menschen, auch die, die noch gar nicht wählen gehen dürfen, wollen mehr Mitsprache in der Politik. Sarah Eldamer-Dasch hat sie getroffen. Sie sind die Jugend von heute und die Zukunft von morgen. Barfuß und in Lumpen gekleidet rufen rund 100 Aktivisten hier in Berlin zum sogenannten Aufstand der Jugend auf. Sie kritisieren, dass ihre Meinung in der Politik keine Rolle spielt. Unsere Gesellschaft ist rein auf Geld fokussiert. Es geht alles nur ums Geld. Es ist wie unsere Religion geworden. Und deswegen sagen wir, okay, wir sehen es in der Erwachsenenwelt, dass einfach unsere Eltern kaum Zeit für uns haben, dass alle nur noch dem Geld nachrennen, aber kaum mehr Werte wie eine Familie oder ein Miteinander gelebt werden. Wir sind die Jugend von heute! Ihre Forderung, ein deutscher Bundesjugendrat, der das Parlament berät. Per Losverfahren sollen junge Leute zwischen 14 und 28 Jahren aus allen sozialen Milieus ausgewählt werden. Zumindest auf der Straße findet der Vorschlag Anerkennung. Ich finde das eine gute Idee, weil die Jugend muss ihre Welt erhalten. Und ich denke, dass sie auch in der Lage wären, dafür zu sprechen. Man sieht halt, dass die Politiker zurzeit alle vom Altersspektrum ein bisschen älter sind, als auch gerade wir jungen Leute, auch der Altersdurchschnitt in Deutschland. Und ich finde, weil wir halt die kommende Generation sind und weil wir auch viel an diesem Land noch mitzugestalten haben, sollten wir eben auch dieses Mitspracherecht bekommen. Ich finde, dass es total fällig ist. Sowas. Und das berührt mich absolut. Im Bundestag sitzen derzeit wenig junge Leute. Nur 12 der 709 Abgeordneten sind unter 30. 6 davon stellt die AfD, die CDU 3, die FDP 2, die Linke einen. Einer, der es geschafft hat, ist Philipp Amthor, 25 Jahre. Er begrüßt das Engagement für den Jugendrat, sieht bei der Umsetzung allerdings Schwierigkeiten. Nun, an einem Losverfahren ist problematisch, dass unser Grundgesetz schon in der jetzigen Form vorsieht, eine repräsentative Demokratie. Und dazu gehört als wesentlicher Akt eben die Wahl. Von den Jungkandidaten der Grünen hat es bei der letzten Wahl niemand ins Parlament geschafft. Für die gerade mal 25-jährige stellvertretende Parteivorsitzende ist das Thema deshalb umso wichtiger. Man hätte natürlich noch den positiven Effekt, dass auch Leute, die sonst vielleicht nicht so direkt den Weg in solche klassischen Beteiligungsformen wie in Parteien finden, da eine Möglichkeit haben, einfach mal mitzureden. Dazu wollen die Jugendlichen nicht nur die Grünen, sondern alle Fraktionen im Bundestag hinter sich bringen. Also liegt es am Ende an den Parteien, ob und wann ein Jugendrat Wirklichkeit wird. Er soll die Wünsche der jungen Leute dann schneller Gesetz werden lassen.